Ah, das ist ein herrliches Spiel. Doch, wirklich, ich meine das ehrlich. Und ich rege mich gerade nicht auf. Ich meine das wirklich ehrlich, Alter. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück, liebe Leute. Da sind wir im letzten Part von Super Mario World 2 Yoshi's Island. Yeah. Wir haben hier die letzte Welt extra noch vor uns und das letzte Bonuslevel. Ich würde sagen, wir starten zuerst mit dem Bonuslevel. Macht die ganze Sache einfacher. Was ist es? Slot Machine. Das glaube ich auch immer. Ja, okay, das ist immer was anderes. Es ist irgendwie nie so, dass es irgendwie immer das gleiche ist. Wahrscheinlich random, wie man hier gerade irgendwie aufmacht. Das Ganze. Also das Spiel halt, meine ich. So, wir starten mit extra Level 6. Ich habe keine Ahnung von diesem Level. Wir werden einfach mal sehen. Castles Masterpiece. Z. Okay. Das geht schon gut los. So, der letzte Part in Ehren, ohne Aufregung. Das muss sein. An sich, das Spiel ist schon echt gut. Aber ich bin jetzt ein Aufregerspieler. Wenn was nicht passt, rege ich mich natürlich auf. Wenn es nicht so hinhaut, wie ich das möchte. Vollhauen. Das sollte genügen. Und weg mit dir. Bis jetzt alles überschaubar, alles easy. Dafür, dass es das letzte Special Level ist. Haben die Entwickler wohl gesagt, ah, komm. Wir haben den so extrem leiden lassen. Boah, war das knapp. Wir haben den so extrem leiden lassen. Da gönnen wir ihm mal eine Pause. Aber mal schauen. Mal schauen, was noch kommt. Das war nicht schlecht. Hier gibt es überall schöne Sterne. Das ist schön. Es war ja irgendwie klar, dass ich den Sprung nicht hinbekomme. Aber bis jetzt habe ich mich nicht aufgeregt. Ich will trotzdem da runter erstmal. Oh, wir können auch abkürzen. Warum nicht gleich so, ne? Dann hätten wir uns den Sprung ja sparen können. Und es sind auch keine roten Münzen, wie ich gerade gesehen habe. Ab nach oben. Sternenkreis. Da probiert man einmal mal wieder kurz einen Speedrun draus zu machen. Ah, das ist ein herrliches Spiel. Doch wirklich, ich meine das ehrlich. Und ich rege mich gerade nicht auf. Ich meine das wirklich ehrlich, Alter. Der ging jetzt aber wirklich ein bisschen hoch. Das war die Gefahr an der ganzen Sache. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Boah, was war das für ein Topspeed, ey? Ich muss aber. Mann! Es war kein Aufregen, es war nur ein lauteres. Ein etwas lauteres Mann. So, komm, hier bleiben wir. Problem ist, wenn ich in dem Moment nach oben springe, wenn die Plattformen nach oben gehen, dann habe ich so einen Sprungboost und verkackt das Ganze. Deswegen muss ich aufpassen, dass ich springe, wenn die Dinger runtergehen.
Okay, die Zähne muss ich wirklich sagen, ist ein bisschen gemein. Ich habe ja ein paar Eier. Kann ich mich jedoch ein bisschen durchschieben? Alter, ist das fies. Warten. Boah, das war knapp. Kommt die Plattform wieder? Ja, die kommt wieder. Okay, was kommt jetzt? Ekliger. Alles war gut. Sie direkt da standen. Mit dir. Sternkreis nehme ich zu gerne. Hier sind nur Sterne drin. Ja. Wären Sterne drin gewesen. Was ist hier los, ey? Was ist das für eine Mucke? Noch ein paar Eier farmen. Oh, aber so Zielwasser, ne? Ist nicht so bei denen. Nein! Hätten wir ein Ei gehabt. Und eine Blume. Schön aufpassen. Die Stelle ist gemein. Die ist wirklich gemein. Wir haben da gesprungen, ne? Ich trau mich mal was. Okay, es war gut. Es war eine gute Entscheidung. Eine weise Entscheidung. So, hier auch wieder Stampfattacke. Okay, hier wären auch Steine drin gewesen. Ja, genau. Schieß die Eier weg. Steine, sage ich gerade. Ich meine Sterne. Also, was haben wir hier? Oh. Wie macht die Ente? Ja, genau so. Okay. Haben wir alle rote Münzen? Wir haben alles. Wir haben alles. Yay! Leute, ab ins Ziel. Geil. Projekt geschafft. Ich sag mal so, dafür, dass das letzte Level war, war es doch human. Ja, natürlich haben wir ab und zu mal ein bisschen verkackt. Ja, gerade in dieser Stachelpassage. Ich glaube, so, ich nenne es mal so in der dritten Passage von dem Level. Ja, doch, die dritte Passage, ja. Dennoch muss ich sagen, war dieses Level von den Special-Wilden das humanste und das hat mir auch am meisten Spaß gemacht. Ja, doch. Also letztendlich vom Projekt her der perfekte Abschluss für mich. Und ja, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben überall die 100 zu stehen. Genau so sieht's aus. Ich werde jetzt mal gucken, komme ich jetzt hier irgendwie ins Menü? Nee, ne? Ich werde jetzt hier mal ein Save State machen. So. Und hier mal das Spiel nochmal starten, um zu gucken, ob ich denn jetzt überhaupt die 6 vollen Sterne habe. Oh ja. Guck mal, da oben sieht man sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das war der 100% Run von Super Mario World Yoshi's Island. Was 1995 herauskam, Alter. Schon so lange her, ey. Ja gut, Leute, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr mit bei diesem Projekt am Start wart. Es war jedenfalls nicht immer leicht für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe wirklich zu kämpfen gehabt in diesem Projekt, oh ja. Und hätte ich die Möglichkeit nicht gehabt zu resetten, beziehungsweise Save States zu machen und zurückzuspulen, das meine ich mit resetten, dann wären wir noch nicht fertig, glaubt mir. Noch lange nicht. Also denn, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Projekt. Ich bedanke mich und ich bin raus. Adios.